Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, zum Verantwortungstreff samstags, die älteste Telefonkonferenz von Schenker-Bewegung. Wir nennen es auch Samstalk. Inhaltlich soll es darum gehen, dass wir bei dem ganzen Strudel und Fluss, in dem wir sonst so drinstecken, mal die Verantwortungsfrage stellen, sich dafür in der Woche mal eine Stunde Zeit zu nehmen, um miteinander darüber zu reden. Ist vielleicht nicht verkehrt oder nicht zu viel. Wir verstehen es gleichzeitig auch als Beginn einer auf freier Argumentekultur wurzelnden Kommuneentwicklung, schon mal eine Online-Kommuneentwicklung, weil diese Wurzel ist ganz entscheidend und es gibt sie so gut wie nirgends sonst, also dass wirklich ohne Tabu nicht einfach nur nach Gefallen geredet wird, sondern nach Sinn und Wichtigkeit, am besten Wichtigkeit im Ganzen. Ja, also insofern haben wir da wohl die beste oder tiefste, tragfähigste Wurzel für eine Kommuneentwicklung. Und wir haben da ein paar Monate jetzt so eine Kerngruppe gehabt. Die besteht aus meiner Unbedeutendheit, dem guten Willen und dem Luis. Jetzt einige Male haben wir auch die Gela mit dabei, eine wertvoll engagierte Mitaktivistin, die da in Berlin auch einiges mitgetragen hat von dem Demokratiefürsorgecamp. Ja, und ansonsten war dann noch ein Thomas. Mal gucken, ob der heute auch noch dazu kommt. Jedenfalls, wir machen das in der Form so, dass wir es nach Redekreistechnik gestalten. Man gibt es so in Reihenfolge weiter, von einem zum anderen. Man hat bestimmte Zeit, zwischen 2 und 4 Minuten. Das überlasse ich wieder dem Dillen. Das so technisch erstmal einzustellen. Und ja, gibt's noch was? Nee. Dann würde ich sagen, steigen wir ein und beginnen mit Dillen. So. Ja. Jetzt müsstet ihr mich hören. Ich frage mal kurz zurück. Ach, nein, das kann ich zurückfragen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr mich hört. Ich muss mal kurz fragen. Sekunde. Ja, mein erster Beitrag heute. Da lese ich erst mal vor, was ich an 2 Stellen im Forum geschrieben habe. Und zwar im Freie Argumente-Kultur-Forum, das ich ja gerade vorhin gezeigt habe. freie-argumente-kultur.de habe ich ja gerade schon vorhin gezeigt, liebe Zuschauer. Also, ich erlebe als Psychofaktoren, das sind so die Faktoren, ich würde mal sagen, die mitgebrachte Marktwirtschaft im Kopf, vorteilbringende Irrtümer, psychische Faktoren, die sozusagen letztendlich dazu führen, dass man nicht das Richtige tut in den Situationen. Ja, dann habe ich geschrieben, ich erlebe als Psychofaktoren folgende, der Wunsch mit der Herde mitzulaufen, dazu zu gehören. Da werden Videos von allen möglichen Quellen und so weiter konsumiert, weil da zigtausend Klicks sind. Eine Herde läuft, ganz egal, dass da die Hälfte Irrtümer sind. Statt die über 1000 Videos von Öffi, da habe ich dann 3 Links angegeben. Einmal den normalen Jürgen Wagner Öffi-Kanal, den neuen. Dann habe ich gefunden Lilitopia. Ich weiß nicht, ob das auch dazu gehört, aber da sind auch Videos mit Öffi dabei. Und das ist ja der Kanal von der Anke. Und dann habe ich noch den uralten, 11 Jahre alten Kanal von der Schenker-Bewegung gefunden. Da sind ja auch viele Videos mit Öffi dabei. Und dann habe ich eben die Kanäle von Weltrat und Next Scientist for Future angegeben. Weltrat zum Anklicken, Next Scientist for Future zusammen. Und hier zusammen mit den anderen wahrheitshaltigsten Videos aus anderen Quellen. Das ist der befreundete Sender News und Talks. Und da findet man in den Playlists auch viele andere Videos außer Weltrat-Videos und so weiter, aber wenigstens die Auswahl der Best of Best, wo wenigstens ein relativ hoher Wahrheitsgehalt drin ist, ja. Und ja, eben, wo dann eben wenigstens insgesamt 99% Wahrheit und 1% Diskutierbares ist, aber eben
leider ist da noch keine größere Herde zum Mitlaufen. Ja, und dann das größte Problem, das wurde ja eben schon angesprochen, dass einige Personen das zu schwierig ist, dieses ständige Infragestellen. Die zweite Psychohürde ist sicherlich die Wissensschatzillusion. All das, was ich bisher gelernt habe, muss doch wertvoll und wahr sein und darf einfach nicht bloß Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung, vorteilbringende Irrtümer der Marktwirtschaft sein. Also so die Überzeugung, da habe ich doch was gelesen oder da habe ich sogar ein ganzes Studium vielleicht gemacht. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich da einfach nur Propaganda und Gehirnwäsche gelernt habe und Manipulationen der Marktwirtschaft. Ja, ja, und ansonsten habe ich dann im anderen Beitrag geschrieben, erste erfolgreiche, wo du, Doppelvierer in Gemeinwohl, Bonobo-Schenker-Kommune Köln-Süd, ja, also mit der Gela haben wir doch sehr viele Gespräche, wenn auch nicht mit Uhrenanwendung, aber eben doch immer munter so, wo irrt sich Dylan, wo irrt sich Gela, ganz munterer Austausch. Ja, erstmals wurde das Ausweichen erfolgreich vermieden in der Gemeinwohl-Kommune Köln-Süd. Mehrfach ging das, wo irr ich mich, wo irrst du dich, munter hin und her mit sachlichen Argumenten, die somit immerhin schon mal benannt wurden. Ebenso wie es das Konzept der Zusammenlegung von 2 4-minütigen Redezeitkonten, das nenne ich Doppelvierer scherzhaft, anregt. Ob die Nennung bestimmter Argumente vielleicht auch eine Korrektur von vorteilbringenden Irrtümern zur Folge haben wird, bleibt natürlich wie immer abzuwarten. Was auch noch verbessert werden könnte, ist das konsequente Verwenden der Redezeituhren im Schachuhrmodus, um für einen noch geordneteren Ablauf zu sorgen. Aber die ersten Experimente in die richtige Richtung haben also erfolgreich stattgefunden. Eines der Themen war dabei, wenn doch bei Imp B alles Gehirnwäsche durch vorteilbringende Irrtümer ist, warum dann nicht auch beim Familienstellen und bei den Heilpraktikern oder beim Clearing und so weiter? Warum sollte die Marktwirtschaft das Krankmachen bei Imp B zur Folge haben, aber wundersamerweise nicht die gleichen Mechanismen wirken beim Familienstellen, Clearing und Heilpraktikerwesen als marktwirtschaftlichen Geschäftsmodellen? Argumente pro und contra. Ja, also insofern muss ich sagen, war ja generell der Besuch von Gela insofern ein großer Erfolg, dass ich der Meinung bin, dass sie schon doch so weit ist, dass es eben schon zu diesen Doppelvierern erfolgreich kommen konnte und so weiter. Und dass also da ein Arbeiten möglich ist. Ja, das ist doch mal schon mal ein super Ergebnis im Prinzip. Ne? Ja, FF, ich gebe weiter an dich. Du musst wie immer ein bisschen warten, bis ich dann wieder rufe, bis die Technik stimmt, ne? FF, jetzt hören wir dich. Ja, danke schön. Danke schön. Danke an Dylan für seinen ersten Beitrag. Ich bin munter beschäftigt mit den bekannten Aufgaben. Ich sage immer am Anfang, wo ich so stehe. Und das ist hier in Hessen, wo ich bin, das bisher in den 30 Jahren, wo ich mich engagiere, größte Netzwerk von Projekten in einer Region. Also mehrere 5, 6 Projektversuche laufen hier mit auch ja genauso viel oder sogar noch mehr Vereinen, auch eine Genossenschaft, mit der das getragen ist. Und ja, hauptsächlich bin ich hier im Bildungshaus Leditopia, wo ich auch mit Frau und Kind und Mitbewohnenden, Tieren und noch ein Mensch auch hier so von meinem kleinen Kommuneversuch auch mache. Von hier aus versuche ich in alle Richtungen mitzuwirbeln. Freue mich ja, dass in Köln jetzt da auch dann der Dylan einen ersten so richtig greifbaren Keimling geschaffen hat. Egal wie klein, aber griffig ist wichtig für Wachstum. Ja, also das. Und von hier aus, was ich eigentlich vom Anspruch her für das Wichtigste halte, wo ich alle, auch Gela und so, immer frage, seid ihr so gebunden durch Kommunearbeit vor Ort oder wichtigste Arbeit vor Ort?
Oder habt ihr Spielräume, da diejenigen, die wir in Berlin haben, auch zu unterstützen? Weil wir haben da jetzt mindestens ja zwei jüngere, in Anführungszeichen Männer, die sagen, sie sind da hingegangen jetzt auch, um sich in ein Zelt zu setzen. Der eine hat mir sogar erzählt, er traut sich dazu, mit Zelt einfach ohne irgendwie eine feste Behausung da drumherum durch die Wälder zu streifen und so. Ja, trotzdem sitzen sie wenig in den Zelten. Naja, wir haben trotzdem einen Rahmen ja auf jeden Fall, wo man jetzt sagen kann, wenn da einer hinkommt, er könnte eigentlich sehr direkt einsteigen auch und mitmachen. Also wir sind ein bisschen weiter, sag ich mal, als wir im letzten Winter waren, wo Gela und ich gependelt sind. Und wo es da ansonsten sehr dürftig aussah mit dem Rahmen auch. Oder ja, also war nicht einfach. Gut. Und gleichzeitig bereite ich vor, weil wir wissen ja alle, wie es geht mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, dass jetzt auch mit dem Gedanken an Impfpflicht, eventuell sogar allgemeine Impfpflicht, der ideologische Druck hochgeschraubt wird seitens Regierung und Mainstream, was aus meiner Sicht ganz klar eben Schritte sind in Richtung einer digitalen Willkürdiktatur. Big Brother, China, war lange abzusehen und jetzt werden so Gelegenheiten, in Anführungszeichen, wie weit sie von alleine gekommen sind oder konstruiert wurden, lasse ich offen, wie so eine Corona-Pandemie, wird dann benutzt, um da weiter Schritte vorwärts zu machen. Ja, und da lade ich ein, alle, die jetzt dann überlegen, was kann das Wichtigste sein, was wir tun können, mit am meisten zugespitzten Argumentationen, also vor allem, dass eben Ungeimpfte, die sagen, sie wollen gar kein Beatmungsintensivbett und sie sind bereit, sich zu infizieren statt Impfung und sie sind auch bereit, wenn sie dann immer noch als zu gefährlich eingeschätzt werden, ja, sich in Form von Absonderung zu begeben, die dann ausreichend für alle Seiten zufriedenstellen beziehungsweise ungefährlich erscheinen können. Eben sowas wie Demokratie-Camps oder Reservate für natürliche, freiwillig verantwortliche Menschen. Und damit verbinden sollte sich dann die Strategie, so eine unbestreitbare Gegenargumentation zur Impfpflicht zu verbreiten, auch in die Machtzentralen. Da schreibe ich gerade dran, dass an die Regierung und andere Stellen in Berlin, Staatsanwaltschaft auch, zu schicken und dass wir hingehen und dann eben auch solche Reservate vorbereiten. Und Berlin ist ein besonders wichtiges Aushängeschild vor den Toren der Macht. Aber sonst halt überall anders auch. Und es sind ja alte Gedanken, ist ja nicht nur gegen die Regierung, sondern auch Kommune endlich machen. Und zwar eine handfeste, nicht nur Fassaden, wo hinter sich nur ein bisschen gepepptes oder mit Lametta behängtes bürgerliches Leben versteckt, sondern wirklich Kommunen, die auch andere Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen an den Tag legen wollen. Ja, also wer kann, renne nach Berlin, um damit zu machen. Wer nicht, fange an, solche Reservate oder den alten Traum von der Kommune jetzt endlich intensiver umzusetzen. Weil wenn wir jetzt nicht ernsthaft werden mit dem, was eigentlich unsere höchsten Träume sind oder das, was wir für das Wichtigste halten, dann kann es ganz eng werden und vielleicht auch zu spät sein, um da noch richtig gute Spielräume für zu bekommen. Damit gebe ich weiter. Ja, danke schön für deinen Beitrag. Ich kam ja jetzt gerade erst mit dem Zug zurückgefahren von dem lieben Dylan, wo wir erfolgreiche Aktionen gemacht haben und Flyer verteilt haben für die Gemeinwohlpartei. Es war interessant, viele Menschen getroffen, viele Gespräche geführt, auch viel Klarheit bekommen, wo sind die Irrtümer, wieso denkt man eigentlich bei diesem oder jenem Thema nicht weiter bis zum Ende, dass es eben letztendlich nur alles auf die Wirtschaft zurückzuführen ist. Mir schwirrt natürlich von den letzten Tagen und der Reise jetzt erstmal der Kopf und ich kann auch heute nicht so lange bleiben. Noch eine Dreiviertelstunde oder so bin ich dabei.
Ich mache hier bei mir, ich lebe ja auch in einer Gemeinschaft mit, wir sind insgesamt 7 Personen und Gemüsegarten, Hühner. Zum Selberversorgen reicht uns noch nicht. Ich kaufe immer noch auf dem Markt ein und Naturkostladen. Und ich habe hier in Moab ja die Demonstration, oder vielmehr, wir nennen es Mahnwachen, angeregt. Ich habe gleich vom letzten Frühjahr an habe ich Mahnwachen abgehalten in unserer Stadt hier, der Kleinstadt. Und das hat ganz schnell um sich geschlagen. Also ich hatte sehr viele Menschen, die genauso skeptisch waren wie ich letzten April, also nicht diesen, sondern vor einem Jahr schon, die das seltsam fanden, was da jetzt passieren sollte. Und daraus hat sich, also die ersten Demonstrationen habe ich angemeldet und seither haben wir jetzt wirklich auch schon 50 Demonstrationen abgehalten. Das hat sich durchgezogen, jede Woche. Und seit Neuestem gibt es jetzt auch noch die Montagsdemos, Montagsumzug, Montagsspaziergänge. Das finde ich auch ganz spannend. Also hier bei uns ist auch einiges los, wo man oder wo ich mich beteiligen kann. Und natürlich komme ich auch bei Bedarf wieder nach Berlin, sobald es gewünscht ist oder sein muss. So ist mein Stand. Ich gebe dann weiter. Helen? Ja, danke schön. Ja, also ich mache jetzt erst mal eine kurze Bemerkung, die noch mal deutlich macht, wie das mit der Marktwirtschaft ist. Ja, die Marktwirtschaft, ja, der Professor Streeck, der ja immer auch im normalen Fernsehen auftaucht, aber auch so ein bisschen kritisch ist, der hat sich sogar so ein bisschen verplappert oder ihm ist was rausgerutscht, was natürlich nochmal alles verrät. Er hat klar gemacht, dass Menschen, die unter medizinischer Behandlung stehen, dass diese Menschen in sich, dass in denen dadurch, dass die Behandlung gerade das Immunsystem schwächt, dass da quasi neue aggressive Erreger regelrecht gezüchtet werden, entstehen, so eine Art Ping-Pong. Das Immunsystem tötet die leicht tötbaren, dann bleiben die aggressiveren Erreger übrig, vermehren sich wieder, dann tötet das Immunsystem mit Mühen wieder den Großteil dieser aggressiven Erreger, aber die super aggressiven Erreger bleiben übrig, vermehren sich wieder und am Ende kommt dann jetzt durch das Vorgehen sozusagen immer aggressivere Erreger auf dem Markt quasi. Das bedeutet, dass wahrscheinlich möglicherweise dieser ganze Zustand nie mehr aufhört. Ne? Und dann haben wir ja das Phänomen, dass die Nachdenkseiten einen Bericht gebracht haben, dass das sozusagen es automatisch eben wieder zur Züchtung neuer Krankheitserreger käme im Sinne eines Dauergeschäftes. Und zwar eben auch, dass die Impfungen selber auch sich so auswirken würden, dass ständig neue Erregervarianten dadurch entstehen würden, dass gerade durch die Impfungen die Rate dieser neuen aggressiveren Erreger, die entstünden, noch drastisch höher sei als vorher. Interessante Thesen, können wir ja nichts dazu sagen, nur ist interessant zu hören. Ganz generell habe ich ja schon immer festgestellt, dass wir immer in den Gesundheitssparten sozusagen
einerseits alles dafür tun, dass wir Menschen mit schwachen Immunsystemen heranzüchten, also mit Gendefekten aller Art und schwachen Immunsystemen herangezüchtet werden, letztendlich, weil das gutes Geld bringt, dann auch, wenn diese dann erfolgreich erwachsen werden, trotz ihrer Gendefekte, dass sie dann wieder Kinder in die Welt setzen, die gleichen Gendefekte tragen, und dadurch verschafft sich die Gesundheitssparten verschaffen sich dadurch ständig einen neuen Zustrom an Kundschaft, und die Weltbevölkerung wird immer kränklicher und kränklicher, immer mehr Gendefekte häufen sich an, und immer mehr genetisch immunschwache Menschen häufen sich an. Demgegenüber steht die Züchtung von Erregern durch zum Beispiel Antibiotikamissbrauch. Wir wissen alle, dass Tierärzte und Ärzte sehr oft Antibiotika dann verschreiben, auch wenn sie nicht unbedingt nötig sind. Aber dadurch kommt es immer mehr, besonders wenn dann Patienten einfach mal die Antibiotika nicht intensiv genug zu sich nehmen. Dann kommt es auch wieder zu diesem Züchtungseffekt, dass dann plötzlich super aggressive Erreger, Krankenhauskillerkeime wurden ja auch gezüchtet, an denen jedes Jahr zigtausende Menschen angeblich sterben und so weiter. Also wir züchten ständig über Antibiotika, über Imp-B und andere Prozesse. Wir züchten ständig überall neue hochaggressive Erreger, die es ohne die Gesundheitssparten nie gegeben hätte. Und wir züchten eben überall immunschwache, gendefekte Menschen heran. Und das bringt natürlich ein unendliches Dauergeschäft. Und das könnte jetzt auch bedeuten, dass das ganze marktwirtschaftliche Spiel nie beendet. Denn die Marktwirtschaft ist gleich Konsumerzwingung. Und das erzwingt einfach Konsum. Ja? Marktwirtschaft ist Konsumerzwingung. Also wir müssen raus aus der Marktwirtschaft, rein in die Gemeinwohl-Bonobo-Schenker-Kommunen. Oder rein in die Gemeinwohlwirtschaft. Alles andere ist nichts. Ja? Und das Geschäftsmodell der Gesundheitssparten fasse ich abschließend noch einmal zusammen, bevor ich an Öffi weitergebe. Erstens, Züchtung neuer Krankheitserreger. Zweitens, Züchtung schwacher Immunsysteme und anderer Gendefekte. Das ist Marktwirtschaft. Und deswegen müssen wir alle über vorteilbringende Irrtümer sprechen, denn die Marktwirtschaft sitzt in den Köpfen der Menschen. Die sitzt in den Köpfen aller möglichen Menschen, auch aller Kommuneinteressierten. Und daran müssen wir ständig arbeiten. Wo irr ich mich? Wo irrst du dich? Ich gebe weiter. Und Öffi, sag mir gerne, wo habe ich mich geirrt? Gela und nach so sagt mir nachher, wo habe ich mich geirrt? Also, Moment. Öffi, wir hören dich. Super, Dankeschön. Danke an die Vorredner. Ja, also aus meiner Sicht steckt da kein großer Irrtum in dem, was da gesagt wurde. Wenn man immer nur danach rechnet, was man im Moment zurückkriegt, ist es was anderes, als zu schauen, was kommt im Ganzen raus und danach zu gehen. Also ein Mensch, der aus Vernunft oder Verantwortungsbewusstsein aufs Ganze schaut, auf die Folgen, die so im Ganzen zustande kommen, der wird natürlich sagen, es ist nicht zulässig, da nur nach den Augenblickseffekten zu gehen und dabei eventuell großen Schaden anzurichten, wenn man ein paar Ecken weiterguckt. Ich sehe die Marktwirtschaft als einen Faktor, einen Systemmechanismus, der das fördert, weil damit ein Austauschsystem geschaffen wird, was die direkte Vergeltung zum Maßstab macht. Aber ich glaube, dass dahinter die Fehlschaltung in unseren Köpfen und Herzen, dass wir, egal ob man es Instinkt nennt oder wie auch immer, aber wir haben keinen Automatismus in uns, der die Einzelmotive noch einordnen würde. Und dadurch sind wir Menschen mehr als alle anderen Lebewesen in der Lage, diese Einzelmotive wie zersplitterte Kräfte maßlos oder auch pervers sich austoben zu lassen und ja,
Es wird bestimmt auch kein anderer Automatismus mehr kommen, oder zumindest haben wir dafür keine rationalen Anhaltspunkte, sodass, wenn überhaupt, man natürlich hoffen könnte, dass unsere höchste Fähigkeit, dieses Denken, was sicherlich dazu beigetragen hat, auch, dass wir die einzelnen Motive frei ausgestalten können, dieses Denken eben auch zur verantwortlichen Steuerung bzw. Gesamtsteuerung einbringen zu können. Aber das ist das große Problem. Scheinbar wird unsere Vernunft eher zum Erfüllungsgehilfen gemacht für die maßlosen und perversen Befriedigungen der Einzelbedürfnisse der Splitter, statt dass es da die Zügel so im Ganzen an sich nehmen könnte. Und dann sind natürlich äußere Werkzeuge wie das Geld und die Marktwirtschaft Sucht-Turbo-Werkzeuge, die mit ins Spiel kommen. Ja, das dazu. Bei Corona ist es so, dass natürlich nicht alles für uns so erkennbar ist. Es gibt auch da Grunderkenntnisse, die mir von Anfang an klar gemacht haben, dass da ein falsches Spiel läuft. Also zu einem Zeitpunkt, wo man das erstmal mit Zahlenspielchen versuchte, so ein bisschen zu dramatisieren, wo dann rauskam 2020, da gibt es keine Übersterblichkeit. Das ist erstmal nichts anderes als eine Grippe in den Auswirkungen. Wo es dann so war, dass da noch gesagt wurde, ja, aber wir kennen die Krankheit noch nicht so, wir haben noch keinen Impfstoff. Aber schon damals dachte ich mir, wie kann man so absurd die Dinge betrachten? Wenn eine neue Krankheit kommt und sie erzeugt, auch ohne dass wir sie näher kennen und ohne Impfstoff, nicht mehr an Schaden als die Krankheit, die andere Krankheit, wo wir diese größeren Kenntnisse und den Impfstoff mit einsetzen können, dann ist sie nicht gefährlicher als diese Krankheit. Also zumindest 2020 gab es da diese Übersterblichkeit oder Sterblichkeitsquote überhaupt gar nicht, die eine sachliche Begründung dargestellt hätte. Gleichzeitig war zu erkennen, dass da kritische Stimmen zensiert wurden und Unverhältnismäßigkeiten auch den Leuten eingetrichtert wurden, die nichts zu tun haben mit Demokratie, also dass den Menschen auch überhaupt die Lage richtig klar gemacht wurde. Weil man konnte ja auch klar die gefährdeten Gruppen unterscheiden, das waren vor allem die Alten und die mit Vorerkrankungen. Und wenn man den Alten im Altenheim die Fragen richtig so vor Augen gestellt hätte, also zum Beispiel, wollt ihr ein paar Jahre länger leben, wenn dafür die wirtschaftlichen Existenzgrundlagen eurer Kinder und Enkel so kaputt gemacht werden, dass bestimmt zum Beispiel in puncto Familienplanung viele dann auf Kinderzeugen verzichten werden, dann hätten die bestimmt gesagt, ja, da haben wir doch unser Leben lang für gelebt, dass da wirtschaftliche Lebensgrundlagen für unsere Kinder und Enkel da sein können. Da werden wir nicht die Zerstörung dieser wirtschaftlichen Lebensgrundlagen haben wollen, um ein paar Jahre länger zu leben. Also wenn man das den Leuten deutlich gemacht hätte, hätte es eigentlich gar nicht so passieren dürfen, was da geschehen ist. Und das war also von Anfang an durchschaubar. Aber jetzt gibt es eben dann richtig krasse Argumente, wie ich das ja nannte, der Ungeimpfte, der aufs Beatmungsintensivbett verzichtet, sich zu infizieren bereit ist statt Impfung und bereit ist, bestimmte Absonderungen noch freiwillig sogar zu praktizieren. Da ist keine Gefährdung mehr, dass man sagen dürfte, den kann man jetzt unter eine Zwangsimpfpflicht stellen. Das ist absurd. Und da hätten längst alle Menschen und auch die Gerichte, das Verfassungsgericht, längst die Unverhältnismäßigkeit ganz deutlich erkennen müssen. Ja, also das ist da eindeutig. Aber wir müssen halt tun, was wir können dagegen. Und da gleich noch was Praktisches. Gela, also ja, wenn man nicht sonst gebunden ist oder zu sehr mit der Kommunearbeit dran ist, die Berliner könnten es gebrauchen. Also einerseits, dass da mal wieder jemand eine Zeit lang Präsenz auch mit einbringt, damit wir sagen können, wir halten da den Faden, also trotz des Rahmens, der ja schon immerhin besser ist als zuvor. Und die Jugend würde es brauchen, vielleicht so ein bisschen motiviert zu werden, weil der Luis und Thomas, die sind jetzt nicht gerade so, dass die ihren Hintern oft ins Zelt setzen könnten unter den gegebenen Umständen. Ja, gut, okay. Damit gebe ich weiter. Ja, danke. Ich könnte mir schon überlegen, Silvester in Berlin zu verbringen. Aber mal sehen, wie es kommt. Also, ich weiß von letztem Jahr, die Alten haben sich wehren wollen und hatten aber gar keine Chancen, vor allem die, die in
Geheimen gelebt haben. Die wurden unter Druck gesetzt, teilweise mit, dann musst du gehen. Und ich habe von vielen gehört, die durften ihre Freundinnen und Freunde nicht besuchen, die durften sich nicht sehen. Dann ist eine gestorben im Krankenhaus, sie durften niemand besuchen. Die wollten das alles nicht, aber es wurde eben einfach trotzdem gemacht. Und so ist es ja eigentlich in der ganzen Politik, wie ich das sehe. Das heißt jetzt, das habe ich auch schon öfter gesagt, wir haben es satt, wenn man da irgendwie eingreifen möchte, etwas ändern möchte. Da gibt es ja auch gute Ideen. Da gibt es Alternativen zu dem Ganzen. Es wurden trotzdem war im nächsten Jahr alles immer schlimmer. Ich war über mehrere Jahre bei dieser Demo, die in Berlin immer im Januar stattfindet. Ja. Ich hatte es voll geflasht und auch die Bauern. Ich bin viel im Gespräch mit den Bauern, weil ich hier auch auf dem Land lebe. Für die gibt es auch immer nur mehr Steine im Weg. Und ein normaler Bauer, der kann von den Zuschüssen Zuschüsse lohnen sich eben erst ab 1000 Tiere oder sowas. Also die ganze Sache ist wirklich verschoben und verschoben. Sehr schade. Ja, gut, ich gebe weiter. Vielen Dank. Ja, da bin ich. Ja, die Diktatur der Spaten habe ich jetzt gerade als Bild gerade aufgeschlagen. Ja, also. Ja, was ist eigentlich der Grund, warum die Menschen woanders sind und nicht hier? Ja, wir haben ja jetzt auch viele tolle Gespräche geführt. Ich habe heute noch viele tolle Gespräche geführt und trotzdem ist niemand da, meldet sich nicht von denen. Ja, was ist das? Die erste These ist ja natürlich die ich öfters sage, ceterum censeo, die Marktwirtschaft ist unschlagbar, weil sie die Menschen so einfängt und ihnen so einredet, das Leben in der Marktwirtschaft sei Leben, das und mehr ginge nicht. Die Marktwirtschaft sei das beste System überhaupt, obwohl die Leute ja meistens die Gemeinwohlwirtschaft gar nicht kennen. Und immer wenn die Leute irgendwas von der Gemeinwohlwirtschaft hören, sagen sie eigentlich immer zu mir, ja, so sollte es ja eigentlich sein, ne? Dass eben zum Beispiel der Aldi-Marktleiter, der Rewe-Marktleiter, der Lidl-Marktleiter umso mehr Geld bekommt, je gesünder sich die Kunden entwickeln. Das sagen alle ja. Aber dafür da etwas zu tun, das interessiert niemanden sozusagen. Und ich glaube, dass auch einfach der Kontrast eben ist, dass wir eben immer stärker noch betonen müssen, so dass welche Glückssteigerung eine Kommune nach und nach entwickelt. Ja, zunächst einmal spricht man miteinander so, wie Menschen eigentlich man spricht über alles. Man spricht so intensiv mit der freien Argumentekultur über alles. Es ist ganz intensiver menschlicher Austausch. Und nach in der Kommune entwickelt sich vielleicht auch so etwas wie Körperkontakt und Liebe wird nach und nach aufgebaut und so weiter. Und dass man da ja eben, ja, irgendwie scheint den Menschen das alles irgendwie nicht attraktiv genug, die sagen, nö, das, was ich in der Marktwirtschaft habe, das reicht mir offensichtlich, ja, und das, und in der, was die Marktwirtschaft bietet, so, was man da so konsumieren kann,
Das ist offensichtlich vielen wichtiger als zum Beispiel jetzt hier zu sein und so weiter. Ja, es ist schwer zu sagen, ne? Und ich glaube halt so insgesamt, dass ja, dass die Marktwirtschaft uns so mit den vorteilbringenden Irrtümern so einseift, so dass ja die Oberbotschaft, Marktwirtschaft ist das Beste aller Systeme und das ist Leben. Alle anderen Experimente, DDR und Sowjetunion und all die anderen, da ging es den Leuten ja irgendwie wirtschaftlich dann so schlecht und die sind ja so verarmt und so weiter, ja. Und das wollen die Leute dann eben auch wieder nicht. Und Gemeinwohlwirtschaft kennen sie nicht. Ich frage ja jetzt immer sozusagen, haben Sie schon die ZDF-Sendung gesehen? Haben Sie die ZDF-Sendung gesehen über Gemeinwohlökonomie? Das war dieses 13 Fragen im ZDF. Ist der Kapitalismus am Ende oder so ähnlich, hieß, glaube ich, die Sendung. Ja, aber ich kann nur sagen, ja, ich weiß, wie schön das Leben in einer Kommune sein könnte. Ich weiß, wie schön das Leben, also raus aus der Marktwirtschaft sein könnte. Aber die anderen Leute wissen das nicht. Und ich weiß, wie wunderschön das Leben in der Gemeinwohlwirtschaft sein könnte, aber die anderen wissen das nicht. Und das, was der Bauer nicht kennt, vermisst er auch nicht. Und die Leute, ja, und deswegen sind die Leute woanders. Und wir kommen scheinbar gegen die Propaganda nicht an. Ja, ich gebe weiter. Also ich weiß auch nicht, was tun, ne? Ich mache natürlich immer weiter, aber ich bin auch manchmal ratlos da. Ich gebe weiter. So, Ja, Öffi, danke schön. wir Danke an hören die Frau dich. Redner. Ja, wir hören dich. Super. Ja, also wie gesagt, danke für das, was ihr gesagt habt. Und ja, erstmal kann ich ja sagen, es lohnt sich immer auf das Gute zu schauen. Also einerseits innerlich diese Wahrheiten zu erkennen, macht einen schon glücklicher, erfüllt die Vernunftseele, erfüllt das Gewissen, so dass man da schon sagen kann, sogar wenn es ist wie ein Agieren gegen die Windmühlen, es ist doch so, dass die innere Würde und Ehre eines Menschen, auch seine Seelenentfaltung, Erfüllung oder Seelenfrieden, dadurch schon gegeben sein kann, dass er den Sinn seines Lebens erkennt und dem folgt. Man kann es ja noch weiter ausdehnen. Also erstmal glaube ich, reicht das schon, so als Vernunft- und Gewissensmensch nach Vernunft und Gewissen zu leben. Aber also man kann das ja noch, was diese Glücksgefühle oder Glücksmöglichkeiten innerlich angeht, noch weiter dann auch ja intensivieren. Der Dylan nennt es ja gerne den, ich glaube, kosmischen Einheitsrausch und ich nenne es die Vernunftseelen. Identifikation. Und ich glaube sogar, man kann da bis in mystische Tiefen oder Höhen vorstoßen. Also wenn man sich fragt, was von mir kann denn trotz aller Misserfolge, Schwierigkeiten, Leid und Vergänglichkeit, also gibt es da überhaupt etwas, wo man quasi so rüberspringen kann in ewiges und erfülltes Leben? Sogar das geht ja aus meiner Sicht, wenn man sich klar macht, also ich bin hier sowas wie ein Radiogerät und ich kann, statt mich mit dem Radiogerät zu identifizieren, kann ich mich mit Sendern, auch den Senderinhalten identifizieren und da kann ich mir ja vorstellen oder ich kann ihn auch wahrnehmen, es ist da auch ein möglicher Sender, der eben kosmisches Bewusstsein ist, ewiges kosmisches Bewusstsein. Und ja, also ich finde es ganz spannend. Also ich für mich bilde mir ein, dass ich innerlich den Schritt machen konnte, statt mit diesem Bruchstücksbewusstsein oder eben auch mit meinem Körper, dem Empfängergerät, mich zu identifizieren.
mit genau diesem Kanal mich zu identifizieren, also auch den Blickwinkel so umzustellen. Also man kann die Welt wie mit den Augen des Schöpfers betrachten, statt nur wie mit den Augen eines Einzelgeschöpfes mit seinen Einzelinteressen. Und ja, also es gibt da schon ungeheure Dimensionen, die auch Erfüllung und Glück bedeuten können. Und trotzdem wir so zäh uns hier vorwärts arbeiten, es ist ja auch da so, dass man sehen kann, was gibt's für Fortschritte. Also ich freue mich immer noch jetzt ganz dolle über den ersten Kommuneansatz in Köln, was der Dillen angefangen hat. Und ganz besonders auch deshalb, weil ich im Dillen ja einen besonderen Kristallisationspunkt sehe. Also was die Strenge angeht, die freie Argumentekultur ohne Zögern und ohne, dass man da sich dann vielleicht doch wieder ausklingt, wenn einem Gedanken zu unangenehm werden. Also das sind so Sachen, da bin ich schwer beeindruckt von, wie ehrlich und konsequent der Dillen den Dingen da reflektierend auf den Grund gehen will, die Kontroversen sich zumuten und aushalten will. Insofern kann das ein besonders gediegener, von der Qualität her besonders anspruchsvoller Keimling sein für Kommuneentwicklung, was da in Köln beginnt. Klein Anfang ist gar nicht das Problem. Wichtig ist, dass man auf die Substanz schaut, die dann weiter wachsen kann, weil dann kann wenigstens was Gutes wachsen. Und es ist nicht ganz aussichtslos, wie man ja auch daran sieht, dass da jetzt was anfängt, danach zu schauen, wie solches Wachstum geschehen kann. Ja, und wie gesagt, Gela, ja, wenn du dich da irgendwie frei machen kannst, um einerseits, dass wir einerseits sagen können, da war mal wieder in Berlin etwas mehr Präsenz und andererseits den Leuten, die da gesagt haben, jetzt, sie sind eigentlich bereit und fähig, da auch das Zeltcamp so weiterzumachen, also die Jugend zu motivieren, ist auf jeden Fall der Mühen wert, würde ich sagen. Okay, damit belasse ich es an der Stelle und gebe weiter. Ja, danke schön. Auch den Vorrednern bedanke ich mich auch mal wieder. Also, die Politik benennt sich wirklich so absurdum-mäßig. Oder was man da für ein Wort benutzen kann. Also seltsame Sachen macht die Politik wieder mal. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass jeder Einzelne eigentlich aufwachen muss von sich aus. Auch heute oder die letzten Tage, wenn die Leute vorbeigelaufen sind, ein abgewinkt haben oder sich nicht unterhalten wollten, gar nichts wissen wollten, nur in ihrem Film drinne waren oder sind. Und ja, ganz wenige. Eigentlich nur die Menschen, die schon mal von sich mit Gemeinwohlwirtschaft oder Ökologie beschäftigt, Ökonomie beschäftigt haben, haben den Kontakt aufgenommen oder wenigstens mitgeteilt, dass sie sich da schon auskennen. Also jeder Einzelne, denke ich, muss aufwachen. Und die Politik tut ja im Moment wirklich alles dafür, dass das passiert. Ich habe ja gehört, jetzt, dass die Naturschutzgebiete geöffnet wurden für diese großen Windkrafträder. Also wenn da die Leute jetzt nicht auf die Barrikaden gehen, überall werden die, wenn man irgendwelchen Boden legt oder ein Dach deckt oder ein Dach macht irgendwo, dann kommt gleich das Oberflächenwasser Behörde und verlangt Geld dafür. Also man muss mehr Steuern zahlen für Oberwasser. Und da bin ich ja echt mal gespannt, wie das jetzt in dem Naturschutzgebiet, wo ja die Versickerung eigentlich auch das Wichtigste ist oder mit wichtig ist. Ja, wie das da weitergeht. Dann gebe ich weiter.
Ja, jetzt könnte sich der Luis melden, der mittlerweile reingeschneit ist. Willst du was Hallo. sagen, Luis? Nee, gerade nicht, aber vielen Dank. Hallo. Ja, dann mache ich weiter, ja. Mikrofone wieder alle aus und ich mache weiter. Ja, also vielleicht das zur Information. Also in der Kommune Köln-Süd, ja, in der Gemeinwohl Bonobo-Schenker-Kommune Köln-Süd, raus aus der Marktwirtschaft, rein in die Kommune, habe ich ja schon bis jetzt drei Einfachstschlafplätze geschaffen. Einmal könnte jemand bei mir quasi übernachten im kleinen Flur. Das wäre sowas wie ein eigenes Zimmerchen mit Badbenutzung sozusagen. Dann hat die Gela hier im größeren Raum geschlafen, an der einen Seitenwand hin. Und dann hätte ich noch hier so einen auf Boxen stehenden Schlafplatz, und dann könnte man noch das Schlagzeug abbauen, könnten noch Schlafplätze 4, 5, 6, 7 schaffen sozusagen. Ja, ist einiges möglich. Und aber eben, wie gesagt, das ist der Punkt. Ja, dann wollte ich vorlesen. Ich habe gerade die Partei des Gemeinwohlsseite auf. Da gibt es erstens so neue Formulierungen. Da geht es auch ganz viel um Kommune mittlerweile, ja. Da steht jetzt mittlerweile Gemeinwohlwirtschaftspartei, die erste der Erde, Deutschland als erster echter Gemeinwohlstaat, weil, wie gesagt, Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlstaat erfordern natürlich auch, dass wirklich Gemeinwohlorientiertes geschieht, was ja nicht überall geschieht. Und dann habe ich so, mittlerweile steht hier drin, sofort mitsprechen über Gemeinwohlwirtschaft und oder Gemeinwohlgemeinschaft, Kommune Köln-Süd und in ganz Deutschland und so weiter. Und dann kann man dann direkt die Links anklicken und kommt dann also direkt zu unserem Samstalk und kann dann direkt mit einer kurzen E-Mail sich dann da kurz anmelden, bekommt einen kurzen Rückruf und kriegt dann die Daten, ja, aber es wird bis jetzt nicht rege genutzt, ne? Und dann steht da jetzt im ZDF, im Europäischen Parlament, bei den Grünen, Linken, bei SPD und ÖDP, überall wird diskutiert über die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber. Ja, und dann, ja, aber ich lese mal das von den Kommunen noch vor. Aus der Marktwirtschaft auszusteigen in die Gemeinwohlwirtschaft oder in Gemeinwohlgemeinschaften / Kommunen ist der einzige Weg zum viel besseren Leben. Deshalb raus aus der Marktwirtschaft, rein in die Gemeinwohlgemeinschaften / Kommunen und oder die Gemeinwohlwirtschaft. Ja, und warum? Der Punkt ist, ich sehe den Unterschied. Ich weiß, wie viel glücklicher man, wenn eine Kommune nach und nach gut läuft und vielleicht sogar eine Unterabteilung Gruppenehe hat, urmatriarchale, pazifistische, Bonobo-Schenker, kommunistische Gruppenehe als Unterabteilung hat, wie toll das Leben da sein könnte. Aber die anderen Menschen wissen das nicht. Ja? Und ich weiß, wie. Ich habe ein ganz klares Vorstellungsbild, wie paradiesisch die gemeinwohlwirtschaftliche oder Deutschland als erster echter Gemeinwohlstaat der Erde sein könnte, wenn dann die Hausärzte Kommunen anleiten, in denen, also glückliche Kommunen anleiten, wenn die Hausarztgesundheitskommunen mit ihrem kostenlosen Freizeit- und Wochenendkursangebot eine neue, ja, eigentlich schon eine Lebensgemeinschaftsform quasi schon vorbereiten und so weiter. Und wie die Menschen alle rauskommen aus der Einsamkeit in der Marktwirtschaft, aus der Konsumsucht und allem. Ich kann mir das alles lebendig vorstellen, aber die anderen Menschen offensichtlich nicht. Sonst wären sie ja alle hier, so wie ich hier bin. Ja, also woran hängt's? Ich gebe weiter an Öffi. Eine Sekunde. Jetzt hören wir dich.
Öffi. Ja, danke schön. Danke den Vorrednern. Ja, das ist doch alles sehr vielversprechend. Also, ich meine, das ist ja mit den Schlafplätzen mehr, als ich eigentlich gedacht hätte erst einmal. Und wir machen ja aus diesen Gelegenheiten, ob jetzt das Demokratie-Fürsorge-Camp in Berlin oder jetzt der Kommune Keimling in Köln, wir machen ja daraus keine Massenanlaufstellen. Also zumindest mein Tipp ist, erstmal anfangen, und zwar vorsichtig anfangen, dass man sich da auch nicht falsche Leute wie die parasitären Flöhe ins Nest setzt. Anfangen mit soliden Orga-Leuten. Heißt nicht, dass nicht alle Menschen als Brüder und Schwestern angenommen werden müssten und dass wir nicht auch Kommune-Zweige machen müssen für spezielle Aufgaben. Also wir werden am Ende auch. Also Öffi, da bin ich eher übervorsichtig sogar, ne? Ich weiß, Das wie glaube ich, gefährlich das ja. ist, die falschen Leute drin zu Ja. haben. Ja, genau. Also insofern. Gela hat sich gut bewährt, hat sich gezeigt, dass sie schon viel Entwicklung hinter sich hat. Ja, Gela ist ja auf jeden Fall auch jemand, der mitträgt, statt sich da auf schädliche Weise irgendwo tragen zu lassen oder Leute zu belasten. Da haben wir ja auch die Vorerfahrungen schon gehabt. Und man kann sonst gucken, dass man anderen Leuten, die zweifelhaft sind, ja auch Hilfestellungen gibt. Ich weiß nicht, wie hieß der andere Kollege Lischka oder so, ne? Der sich ja auch da einsetzt in Köln, dass zumindest jetzt nicht die Politiker sich nur gesund stoßen mit irgendwelchen Sozialposten, die sie schaffen, sondern mal wirklich einfach irgendwo hingehen und irgendwelche leeren Fabrikhallen oder sowas öffnen, dass da Obdachlose einfach auch ganz unkompliziert hin könnten und könnten da eben ihr Zelt auch oder ihre Mini-Ecke haben, wo sie schon mal eben einfach ja, besser untergebracht werden als auf der Straße. Das ist natürlich zu unterstützen. Also nicht in allem war ich ja so einig mit dem Herrn Lischka. Aber dass da eben jetzt nicht, was weiß ich, etliche Tausende für irgendeinen Politikerjob, sondern direkte Hilfsmaßnahmen, praktische und effiziente Hilfsmaßnahmen geschehen sollten. Also für sowas sollten wir uns auf jeden Fall mit einsetzen. Und dann gibt es ja da, wie heißt es ja, die Kolbhalle und ähnliches. Also wahrscheinlich wird das alles ziemlich unausgegoren noch sein. Aber eine Richtung, in der wir uns engagieren werden, ist natürlich sicherlich, dass wir gucken, wo sind einigermaßen, also jetzt nicht zu sehr von Kriminalität und Witterungsverhältnissen gefährliche Aufenthaltsorte, dass Menschen einfach menschenwürdig irgendwo ja ihr Haupt da niederlegen können. Aber für die Kommune Keimlinge, die tragenden Ausgangspunkte werden sollen für die ganze Kommuneentwicklung dann, da ist es wichtig, darauf zu achten, dass das Orga-Team-Leute erstmal sind. Und von da aus kann es dann ja weitergehen. Also stelle ich mir das auch für Berlin vor, dass wir dann auch einen Elitekader machen für politische Aktionen, weil man eben für sehr anspruchsvolle, gewaltfreie Aktionen, da braucht man Leute, die einfach ein klares Bewusstsein haben, die sich unter Kontrolle haben, die auch in provozierendsten Situationen ruhig und gewaltfrei reagieren können. Also Gandhi hat für solche anspruchsvollen, gewaltfreien Aktionen dann entsprechend reife Leute aus seinen Ashrams, also aus seinen dauerhaften Lebenskommunen auch genommen. Nicht einfach unberechenbar irgendwelche Leute, die vielleicht völlig unklar und unbeherrscht sind. Also wir brauchen dann einen Kommunezweig oder in Berlin ein Demokratie-Fürsorge-Camp-Zweig, der die politische Aktion zum Ziel hat. Wir brauchen auch dann die Zweige eben, die am Ende Sozialarbeit und sowas mit übernehmen. Aber es braucht die Starken, um die Schwachen zu tragen. Und insofern ist das gar nicht verkehrt, wenn wir da so gestuft anfangen, mit den Dingen umzugehen. Also ein letztes vielleicht noch. Natürlich können wir überall auch gucken, ob wir irgendwelche unmittelbaren Radikalo-Projekte machen, wie es in Schenker-Bewegung die Häuser der Gastfreundschaft waren. Also, aber da hatten wir dann auch immer, ja, also wenn es überhaupt eine Zeit lang irgendwie dann aufrechterhalten werden konnte, hatten wir da die Aussteiger, die existenziellen Schenker, die gesagt haben, sie teilen sowieso mit jedem Menschen so bedingungslos wie möglich und leben menschheitsfamiliär mit jedem, auch Gestrauchelten, zusammen.
Okay, da spricht natürlich nichts gegen. Aber ich gehe davon aus, dass wir für solche Kommune oder Campversuche, Reservatsversuche wie Berlin und Köln, dass wir da mit den soliden Orga-Leuten anfangen werden. Okay, ich gebe weiter. Ja, danke schön. Ha. Also ich finde ja, man sollte den Begriff Kommune nicht zu eng sehen oder das einfach auch weiterflechten. Es ist nicht jeder dafür gemacht oder nicht jeder erträgt das, immer Menschen um sich herum auf engstem Raum oder auf engem Raum oder sich an Gemeinschaft zu halten mit einem vorgegebenen Alltagsrhythmus oder so. Und ich denke, die Vernetzungen, die jetzt eigentlich so entstehen durch die Not in dieser Corona-Zeit, oder die, wo die Ängste auch noch sind mit, wie wird das sein, mit dem Internet und Überwachung und was müssen wir denn jetzt weitermachen und wenn ein Virus auf dem Großrechner und keine Läden mehr aufgehen und da fangen ja schon viele an, sich zu vernetzen. Was vielleicht auch schon eigentlich in Richtung Kommune geht. Man weiß, man hat da Menschen in der Nachbarschaft oder in der näheren Umgebung, da wird geteilt, da kann man hinkommen, wenn man in Not ist oder wenn man Hilfe braucht, wenn man Gemeinschaft braucht oder einfach jemand zur Gesellschaft. Ja. Genau, um es nochmal zu sagen, nicht jeder ist, also in der Kommune zu leben, das ist sehr aufreibend, kann sehr aufreibend sein. Schon Frieden zu halten, Gespräche zu führen, um dass alle zufrieden sind. Ja. Und Louis, grüß dich hier im Kreis. Erzähl doch mal von Berlin. Ich gebe weiter an dich. Ja, Louis, willst du was sagen? Louis? Louis hört gerade nicht oder Mikrofon. Na, dann mache ich weiter erst einmal. Ja, also was ich jetzt bei mir auf dem Plan stehen habe, ist Folgendes. Ich male jetzt mal das Kommunenglück aus und das Gemeinwohlwirtschaftsglück aus. Louis ist gerade auch wieder rausgefallen. Ja, Kommunenglück. Also, wir sprechen miteinander über alles. All das, was sich die Menschen wünschen, wenn sie irgendwelche Psychokurse besuchen, nämlich irgendwie, dass sie psychisch ganz klar und gesund und vernünftig und alles werden. Das machen wir ja mit dem Plenum. Ja, wo ist das Bild? Hier, wo sind die Bilder vom Plenum? Hier, Plenum, Konflikte und deren Mediation oder Schlichtung. Zweitens, Irrtümer. Wo irr ich mich, wo irrst du dich, welche vorteilbringenden Irrtümer hat wer mitgebracht? Und du musst das noch einmal betonen, die vorteilbringende Irrtümerabbau, Technik oder Therapie bedeutet ja, und wir sollten Technik sagen, die einzige Neurose, die es auf der Welt gibt, sind die Manipulationen, mit denen unser Gehirn gewaschen ist,
Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation und Werbung ist gleich vorteilbringende Irrtümer der Sparten im Rahmen der Diktatur der Sparten. Das ist die einzige Neurose und psychische Sache, die es jemals gab. Es gab nie was anderes. Das andere wurde alles nur erfunden. Das Verdrängte wurde erfunden. Wir sagen alle zwar immer irgendwie Verdrängung, aber das, was eigentlich wissenschaftlich mit Verdrängung, Unbewusstem und Unterbewusstsein gemeint ist, das hat es nie gegeben. Das war eine Erfindung. Das war eine schöne Erfindung, um eben ein neues Geschäftsmodell im Rahmen der Gesundheitssparten aufmachen zu können. Ich selbst habe diese Märchen 20 Jahre lang geglaubt, vielleicht sogar noch länger. Ich habe ja schon meine Psychologiebücher mit 14, 15, 16 schon angefangen zu studieren, Psychologie letztendlich. Also genau genommen habe ich über 20 Jahre all diese Märchen geglaubt, bis ich dann erkannt habe, hoppla, das waren ja einfach nur vorteilbringende Irrtümer der Gesundheitssparten, mit denen wir Geld auf Kosten der Gesellschaft machen, sozusagen. Ja. Und ja, das Glück in der Kommune. Also wir sprechen miteinander, wir erlernen die Fähigkeit zum friedlichen Miteinander, statt zum sich zu zerstreiten, lernen wir in der Konfliktbearbeitung. Auch dort geht es immer um die vorteilbringenden Irrtümer, die die Wurzel der jeweiligen Konflikte sind. Dann sprechen wir ständig hier, wo, liebe Leute, sagt mir, wo ich mich irre, dann sage ich euch, wo ich meine, dass ihr euch irrt. Dieses ständige, am besten in dem Doppelvierer mit der Zusammenlegung der 2x4 Minuten, ja, mit dem Schachuhrmodus, ja, das ist das Einzige, was wirklich Persönlichkeit ganz tief entwickelt. Aus alles andere ist aus meiner Sicht Irreführung und Abzocke und Geschäft und so weiter. Natürlich treffen sich Leute gerne in irgendwelchen Grüppchen, aber das können sie auch in der Kneipe, da müssen sie keine teuren Kursgebühren zahlen, ne? Und dann eben immer diese Frage, wohlfühlen und super glücklich. Und deswegen, muss ich das auf die nächste Runde vertagen, aber ich werde in der nächsten Runde schildern, was ich für Bilder im Kopf habe, wie toll das Leben in der Kommune, besonders in der Unterabteilung einer Bonobo-Schenker-Gruppenehe, Unterabteilung, wie lustvoll das Leben sein könnte, und wie lustvoll auch das Leben in den Gesundheitskommunen der Hausärzte, wo ich gerne mitleben würde, auch in der Gemeinwohlwirtschaft der Staaten sein könnte. Aber ich mache das in der nächsten Runde malig. Und vielleicht kann ja Öff auch noch mal versuchen, auf seine Weise in den anderen Kommunenteilen das Glück jetzt noch mal richtig auszumalen, damit die Zuschauer noch mal den Kontrast zwischen Marktwirtschaft, warum raus aus der Marktwirtschaft und rein in die Kommune, ja, einfach mal deutlich machen, wo sind die Glücksunterschiede, ja? Ich gebe weiter. Ja, weil ich rausgefallen bin, darf ich jetzt Dank oder den soll ich? Vorrednern. Ja, und ich muss doch, ne? Also wie gesagt, ich sag, habe ja als Prinzip, du musst den Menschen immer die Wahrheit sagen, du musst ihnen immer so sagen, dass es ihnen gefällt. Hoher Anspruch, aber es ist gut, sich solche Ansprüche zu stellen, aus meiner Sicht. Aber ich muss doch sagen, ich glaube, das, was die Gela gesagt hat, ja, sehe ich nicht als so ganz realistisch an. Ich glaube, dass auch schon bisher, auch vor Corona, die Menschen sich bezüglich Kommune eher vor der echten Kommune gedrückt haben. Und damit meine ich, also auch wenn ich jetzt so großzügig wie möglich denke, also auch dafür, dass die Menschen nicht unbedingt zu eng oder zu formell oder zu sehr jetzt im Sinne von Gemeinschaftskultur zusammen sein müssten. Also auch wenn man da so großzügig wie möglich sein will, stellt sich doch die Frage, was ist das eigentliche Wesen der Sache? Worauf kommt es entscheidend an? Und was darf nicht auf der Strecke bleiben? Oder wenn man es auf der Strecke bleiben lässt, sollte man sich dann bewusst sein, dass man am Wesentlichen von Kommune vorbei agiert. Und ich sehe darin eben, also dieses Wesentliche sehe ich darin, dass wir wirklich
in Offenheit und Ehrlichkeit miteinander, in freier Argumentekultur, zu Menschengeschwisterlichkeit imstande sind. Und zwar sowohl im Teilen der Freiheitsrechte, der Entscheidungsrechte, wie auch im wirtschaftlichen Bereich. Und da kann man ja sagen, okay, es müsste ja nicht so sein, dass die alle jetzt, was weiß ich, 50 in einer Kuschelwohnung leben, sondern es könnte sogar so sein, dass da, ja, was weiß ich, Kernfamilien auch ein Stück weit in ihrem abgetrennten Bereich leben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da ein ganz weiser Einsiedler ist, der in seiner Höhle sitzt und Teil so einer Kommune ist. Es kann ja ein Netz von Wohnungen in der Umgebung sein, in der Nachbarschaft. Ja, ich komme zum Wesentlichen aber, und da müssten sich alle dran messen. Deshalb sage ich, der Einsiedler, wenn das ein Weiser ist und ein reifer Mensch, dann kann das vielleicht gehen. Aber das geht nicht automatisch. Weil die Fähigkeit, geschwisterlich miteinander Entscheidungen zu teilen, also konsensfähig zu sein, die ist nicht automatisch da. Und bei den allermeisten Menschen ist sie auch nicht da. Und bei denen, die ich in den letzten vielen Jahren kennengelernt habe, die sagen, ja, wir sind doch schon ein bisschen die Kommune hier unter Nachbarn, ne? Man hilft sich ja schon, wir teilen, was weiß ich, wenn die anderen jetzt vergessen haben, die Eier einzukaufen und wollen einen Kuchen machen, kriegen sie auch von uns die Eier und Ähnliches. Das ist keine Geschwisterlichkeit. Das ist eher so ein bisschen, wir geben uns was ab von unserem Überfluss, aber wir sind nicht bereit, ans Eingemachte zu gehen für den anderen. Echte Menschengeschwisterlichkeit müsste bereit sein, ans Eingemachte zu gehen. Und das zu lernen, erfordert was. Das sind Baustellen, denen wir uns aussetzen müssten. Und wenn jemand die Reife hat, dass da eben, wenn dann ein Mensch zu ihm kommt, ist in Not und so, dann kann er mit ihm so menschengeschwisterlich umgehen, auch wenn er da jetzt im Moment in seiner Höhle gesessen hat. Dann kann ich mir vorstellen, dass das geht. Aber sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Und diese Rausrederei der meisten Leute, die eben gar keine eigenen Entscheidungsstrukturen haben und untereinander auch nicht aufbauen, die haben halt, wenn man da ganz ehrlich die Augen dann drauf richtet, als ihre wesentlichen Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen den Staat und den Kapitalismus gehabt. Und das in die Nachbarschaftshilfe und Ähnliches spielte sich alles nur wie ein Häufchen Sahne, ich sag so krass, ab auf den großen Scheißehaufen, dass man eigentlich seine ganze Existenz auf gewaltsame Rechts- und Herrschaftsformen und auf diese Art von Privateigentum und Vergeltungsrechnerei und was weiß ich alles aufgebaut hatte und davon auch nicht gelöst hat. Und durch das, was man da anfing zu machen miteinander, auch weder eine realistische Perspektive hatte, da rauszukommen und auch nicht den Willen hatte, diese realistische Perspektive aufzubauen. Insofern war mir ganz wichtig, also für das Demokratieversorgecamp in Berlin und für Köln habe ich da auch keinerlei Zweifel, dass sowohl die Verfassung des Demokratieversorgecamps wie auch die strenge Rationalität und Wissenschaftlichkeit von Dillen sich nicht darum herumtäuschen lassen werden, dass die Kommunebereitschaft an der Bereitschaft zu messen ist, sich auf die ausreichende Entwicklung von neuen Entscheidungsstrukturen, Konsensstrukturen und Strukturen des geschwisterlichen Teilens einlassen muss. Und insofern ist ja Corona auch was Gutes, sag ich mal, weil bisher konnten dann Leute so auch Scheinkommune-Menschen sein, die aber eigentlich auf Staat und Kapitalismus gebaut waren. Wenn der jetzt, also wenn das jetzige System, Staat und Wirtschaft, sich so outen als Übergang zu einer digitalen Willkürdiktatur, dann kann keiner mehr sagen, wir tauschen jetzt hier unter Nachbarn ein paar gegenseitige Hilfen aus und ansonsten, ohne dass wir groß darüber reden, vertrauen wir die wesentlichen Strukturen weiter Staat und Wirtschaft an. Da das dann nicht mehr geht, da diese Scheinseifenblase dann platzt und nicht mehr angewendet werden kann, wird in Zukunft dann sowieso die Frage sein, wer will jetzt die Alternative und wer will sie nicht? Wer sie will, wird Kommunen anfangen müssen, die neue Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen im existenziellen Sinne, im menschengeschwisterlichen Sinne aufbauen und dafür entsprechend in die Werkstatt sich stürzen. Oder er bleibt angepasst an die digitale Willkürdiktatur. Die Alternative, da so einen schwimmenden Zwischenzustand, einen Scheinzustand herbeizuführen, die wird aus meiner Sicht bald weg sein. Insofern schafft es auch mehr Klarheit natürlich für die Entwicklung. Ich gebe weiter. Ja, danke. Also das war sehr interessant und ja.
kann ich jetzt aber auch nicht weiter zu sagen. Ich freue mich noch, was der Louis alles zu berichten hat von Berlin, und ansonsten verabschiede ich mich für heute. Ich muss meiner Wege gehen. Ich würde aber gerne noch ein Weilchen zuhören. Also bin ich noch ein bisschen dabei, aber einfach dann irgendwann auflegen. Okay? Bis dann. Ciao. Ja, bis dann. Ciao. Und jetzt kommt Louis hoffentlich. Wo ist Louis? Okay, hört ihr mich? Ja, sehr gut. Oh, wow. Wundervoll. Ja. Also, ich war heute wieder auf einer Demo. Wurde ich gleich zweimal rausgezogen. Mein Maskenattest ist jetzt auch erstmal in tiefer Überprüfung und so lange angeblich nicht gültig. Ansonsten ist die nächste Demo am Montag, jeden Montag in Berlin, jeden Dienstag in Bernau. Wie es aussieht, vielleicht auch jeden Samstag. Zumindest war jetzt jeden Samstag eine, obwohl eigentlich jeden ersten Samstag eine sein soll. Ansonsten, ja, gibt es da so Gruppen, in denen ich teilweise bin, die unterschiedlich für den Ernstfall planen. Ich habe jetzt Wasserfilter gekauft. Ich war jetzt quasi 4 Wochen nicht mehr im Camp und bin auf die Diskussion im Forum dazu gespannt, habe geantwortet. Heute auf der Demo waren so Menschen, bei denen man das Gefühl hat, dass ihre Vorfahren vielleicht aus Afrika kommen, und die haben dann, also die waren Demo-Teilnehmer, und die haben dann der Antifa erzählt, dass die Antifa rassistisch ist und die Antifa bestand nur aus weißen Leuten und wurde jetzt einfach mal die ganze Zeit mit den Argumenten konfrontiert, mit denen wir konfrontiert werden, und haben sich anscheinend geärgert. Ich war nicht direkt dabei, es wurde mir im Nachhinein erzählt. Fand ich großartig. Und so einfach könnte man so viel dieser scheinbar völlig realitätsfremden Narrative umdrehen, dass wir einfach Nazis sind und gewaltbereit und so. Dann gab es dann auch so ein Lied, Tanz um dein Leben, wo dann alle bunten Menschen getanzt haben und die Polizei und die vermummte Antifa nicht. Naja, das sind schöne Bilder. Ich denke immer noch, dass Demos hochinteressant sind, auch wenn sie vielleicht nichts bringen oder manche Leute denken, dass sie nichts bringen. Ich finde es immer spannend mit der Angst und mit der menschlichen Begegnung und so, was da passiert. Naja, sonst habe ich vielleicht nicht so viel zu Berlin oder generell zu sagen. Und bin aber natürlich total stolz auf den Dillen mit diesen 4 Schlafplätzen und so. Da habe ich auch gleich angefangen zu überlegen, wie ich in meinem Flur das machen könnte. Morgen wird ja meine Wohnung von der NGO von Marco angemietet scheinbar. Und ja, das sind spannende Gedanken, wie viele Schlafplätze man da machen könnte. Na gut, insofern Dankeschön und ich gebe mal weiter. Ja, Dankeschön. Ja, ganz kurz dazu, die Antifa ist eben nach rechts gerückt und konzernhörig, pharmakonzernhörig geworden, und das heißt, sie ist nicht mehr links, und die spielen jetzt einfach bei dem Nazispiel der Marktwirtschaft mit, ja, die Bevölkerung jetzt aufzuhetzen zum Hass gegen die UNGI, damit die alle, damit eben dann die gezwungen werden zum Konsum von Imp B, während damals der Hass aufgehetzt wurde gegen die Juden, die wurden dann gezwungen zum Konsum von Zyklon B, also Vergasungsgiften. Und heute wird man gezwungen zum Konsum von Imp B. Na, und das heißt also, die Antifa ist jetzt eine rechte Gruppierung, die meint, sie sei links, aber in Wirklichkeit haben wir nur noch die Sarah Wagenknecht, den Oskar Lafontaine, den Weltrat, die Next Scientists for Future, den
und den Mr. Marxismo als Sender. Ja, und alles andere ist nach rechts gerückt. Die Nachdenkseiten gebärden sich noch ein bisschen links, ne? Ja, konzernkritisch. Ja, das heißt also, links ist eben auch, ja, ist links ist im Wesentlichen auch pharmakonzernkritisch zu erkennen, dass da ein Konzern, dass Konzerne und Industrien grundsätzlich schon seit Jahrzehnten über Leichen gehen und das auch nur, natürlich auch diesmal wieder tun. Ne? Aber dann wollte ich sagen, das Glück wollte ich ausmalen in der Kommune, ja. Und wie gesagt, kleine Wohnungen in Schlafplätze verwandeln und dann Wohnungen drumherum anmieten, ja, und schon kann was entstehen, ne? Also in der Kommune kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel in einem Teil der Kommunen das ausprobiert wird, dass nämlich Öffi versucht ja in den Menschen ein post-conventional level zu erreichen, also einen sehr hohen Grad auch an Selbstlosigkeit im Verhalten, einen sehr hohen Grad von, ja, jenseits dessen, was ich den gesunden genetischen Egoismus nennen würde, zu erreichen, sodass die Menschen wirklich sich darauf besinnen, was ist für die nächsten Generationen, für die ungeborenen Kinder wichtig, was ist für alle Menschen in der Welt wichtig und so weiter. Auf jeden Fall geht es in Öffis Konzept eben auch um das, was mir wichtig ist. Da sind wir ja alle auf einer Linie, nämlich Gutes tun, wahrscheinlicher zu machen in der Welt. Schlechtes tun, unwahrscheinlicher zu machen. Ne? Das ist ja das Oberziel von allem. Ja? Und selbst in der Abteilung der Kommune, also ich stelle mir das vor, da wird es Singles geben, da wird es homosexuelle Paare geben, monogame, heterosexuelle Paare, es wird kleine Polyamore-Krüppchen geben und es wird vielleicht auch in jeder Kommune eine Gruppenehe-Abteilung geben, eine Bonobo-Schenker-Gruppenehe. Ne? Und da kann ich am besten beschreiben. Da wird es so sein, da muss es dann nicht so unbedingt sein, dass dieser gesunde Egoismus, der biologische Egoismus, um jeden Preis transzendiert werden muss oder überwunden werden muss, weil das gute Tun dann trotzdem stattfindet. Denn wenn dann alle Frauen mit allen Frauen und allen Männern der Kommune Sex hätten und daran richtig Spaß hätten, ja, dann würde ja das gesamte konsumsüchtige Verhalten verschwinden, der gesamten Kommune sozusagen. Die Männer würden alles den Frauen und Kindern schenken, die Frauen schenken ihre Liebe, auch den Männern, aber auch den Frauen untereinander. Und überall geht die Konsumsucht zurück, das schädliche Verhalten gegenüber der Erde und gegenüber den nächsten Generationen nimmt ab, der CO2-Fußabdruck geht runter. Als die Gela da war, wir haben nicht einmal die Heizung angestellt, wir hatten fast immer das Fenster offen, sehr oft sogar sperrangelweit offen, weil es war relativ warm die letzten Tage. Ja, und wir haben fleißig gearbeitet, wir haben eben für das, was wir auch geschenkt bekommen von den Menschen an Nahrung und sonstigen Dingen auch. Wir haben denen angeboten ein besseres Leben, ne? Und ein glücklicheres Leben. Ja, und in dieser Kommune, in dieser Unterabteilung Gruppenehe, da kommt es eben zu sehr viel besserem Handeln, auch wenn da so ein bisschen der Egoismus nicht ganz verschwindet, ja. Und ich bin gespannt, wie weit Öffi es schaffen wird, ob es möglich ist, wirklich die altruistische oder Selbstlosigkeitsentwicklung bis hin zu dieser menschengeschwisterlichen Schenken und so weiter wirklich vollständig zu entwickeln. Ich würde das mit großem Interesse beobachten und eventuell dann in diesen anderen Teil der Kommune überwechseln, wenn ich da auch eine ganz große Glücksentwicklung sehen würde, ne? Ja, und ich werde nachher vielleicht auch noch kurz das Gemeinwohlgesellschaftsglückserleben mit den Hausarzt-Gesundheitskommunen mir ausmalen nochmal, damit die Zuschauer mal endlich einen Unterschied sehen zwischen
Marktwirtschaft, weitermachen in der Marktwirtschaft oder raus aus der Marktwirtschaft, rein in die Gemeinwohl-Bonobo-Schenker-Kommunen und rein oder rein in die Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft, in den echten Gemeinwohlstaat Deutschland. Ich gebe weiter, Sekunde. Öffi, wir können dich hören. Ja, toll, danke schön. Danke den Vorrednern. Ja, erstmal, Louis sprach schon an, also wir sind dabei, ein ganz spannendes Thema da zu behandeln im Forum, also für alle Zuschauerinnen, Zuhörerinnen. Über diese Talk-Ebene hinaus kann, wer möchte, mit mir beliebig tief in die Tiefe gehen, in die Gründlichkeit gehen, in Schriftform, im Forum, was ja hier auch heute in der Sendung schon vorkam, also www.freie-argumente-kultur.de. Ja, und da kann man auch viele Hintergründe aufarbeiten. Also Angela nochmal, ja, finde ich toll, dass du das spannend fandest, was ich da so als Dimension so angerissen habe. Lass es sacken. Es ist wirklich so, dass wir mit der Kommuneentwicklung seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr groß weitergekommen sind, weil die Leute immer mehr, also jetzt noch, also ich habe gerade gelesen, am Rande von Köln haben da welche so eine Gemeinschaftssiedlung oder Wohngelegenheit auch geschaffen, die alle geimpft sind und die sagen, ja, in die Zukunft ist es schön, gemeinschaftlich zusammenzuleben, wir haben einen Werkraum und wir haben so WG-Struktur und so weiter. Also es ist immer mehr weggedriftet von dem früheren radikalen, utopischen hin zu, was weiß ich, irgendwelchen bürgerlichen Kleingartensiedlungen oder eben so WGs, wo mehr das bürgerliche Wohnzimmer als die Alternative, ja, die Attraktion war oder das Anziehende. Und das hätte die ganze Zeit schon für die, die jetzt ehrlich denken, was ist die Alternative, anders aussehen können. Und das wird eben sich sowieso jetzt dann, ja, die Geister werden sich scheiden oder die Spreu vom Weizen wird sich scheiden, wenn es da jetzt so ist, dass da eben das Corona-System sich ganz outet, also durchschaubar wird und sich da weiterentwickelt in der nicht so schönen Richtung. Und mit Louis bin ich bei einem Thema halt dran, wie ist das mit der Motivationsebene? Also wir tun oft so, als wären die Probleme so, dass wir Menschen haben, die sind zu offenem und ehrlichem Denken bereit. Und auf der Ebene des offenen und ehrlichen Denkens suchen wir jetzt, was gäbe es an Auswegen. Ich glaube, es gibt einen Zaubertrick, der entlarven kann, dass es in allermeisten Fällen gar nicht so ist, dass wir auf der Ebene des offenen und ehrlichen Denkens sind, sondern dass da irgendwelche Psychomuster uns bestimmen, sodass wir diese Ebene entweder ganz meiden oder nicht ehrlich anwenden, nicht stimmig anwenden. Ich habe ja mit vielen Suchtkranken schon zu tun gehabt und Psychotikern. Und also die da vielleicht auch irgendwelche Stimmen hören und ja, sich von irgendwas leiten lassen im Leben und immer sagen dann, ich kann nicht anders, ne, das ist jetzt so, wie es bei mir ist. Also mein Tipp für Suchtbefreiungsstrategie, also andersweise wird das ja auch praktiziert, also bei den anonymen Alkoholikern, die sagen, denk jetzt nicht dran, was machst du in 3 Wochen oder so, oder dass du jetzt immer und für alle Zeiten auf den Alkohol verzichtest. Was ist der nächste Schritt, wo du Nein sagen kannst, wo du dir das auch zutraust und mach es dann da? Also so würde ich in verallgemeinerter Form sagen, der Zaubertrick für das Lösen aus Süchten und für das Durchschauen, wo wir uns mit Ausreden statt mit echten Argumenten irgendwie ja selber vor uns hintäuschen, der Zaubertrick ist die Frage, was ist der nächste Schritt vorwärts, den du als nicht überfordernd für dich betrachten willst? Und ja, da wird jetzt, also ich habe auf die Antwort von Louis auch schon 2-mal geantwortet jetzt wieder. Und ich glaube, dass das ein wirklicher Knüller ist, dieser Zaubertrick. Weil keiner wird eigentlich sagen wollen, da gibt's nichts. Also es gibt für mich nicht mal die kleinste Möglichkeit, da was vorwärts jetzt zu machen, gar nichts. Das halten die meisten schon für zu peinlich, das überhaupt zu behaupten. Deshalb springen die allermeisten an so einer Stelle spätestens dann aus der Kommunikation. Also man springt ins Schweigen oder die Kommunikationsverweigerung.
Aber es hilft, also der Zaubertrick hilft, weil er einem die Illusion nimmt, dass man auf der Ebene des offenen und ehrlichen Denkens nach den Denkauswegen suchen müsste. Es verschiebt sich die Ebene. Man stellt fest, dass man auf dieser Ebene des offenen und ehrlichen Mitdenkens entsprechend nicht ist, sondern dass irgendwelche anderen Motive das verhindern. Und dann kann man darüber nachdenken, wie kann man überhaupt diese Ebene erst herstellen? Also wie kann man mit dieser Art von innerer Verweigerungshaltung, Pubertätshaltung oder wie man das nennen will, wie kann man damit so umgehen, dass man die Ebene, wir klären jetzt mal mit Argumenten, was da alles möglich sein kann und vielleicht auch in sich hochschraubender Entwicklung möglich sein kann, dass man die überhaupt anwenden kann. Also ich halte das für wahnsinnig spannend und bestimmt eines der spannendsten Themen dann im Forum. Ja, herzliche Einladung an alle, die da eben reinschauen wollen und über diese Dinge mit nachdenken wollen. Ich reiche weiter. Ja, Luis, du bist dran. Du bist auch schon im Bilde. Oh, ich bin dran. Ah ja, ich bin auch echt hingerissen von dem Bild. Nicht schlecht. Vielleicht schicke ich dir auch mal eins. Vielleicht bist du dann auch hingerissen. Vielleicht eins mit Lächeln, ne? Ja. Oder ein bisschen ungekämmt zur Abwechslung. Ja. Ja, dann bin ich ja hochgespannt, dass der Öffi mir da schon geantwortet hat. Mir wird es wahrscheinlich nicht zu peinlich sein zu sagen, nee, ich sehe keinen weiteren Schritt. Das ist mein Maximum. Das geht ja scheinbar darum, welchen nächsten Schritt will ich gerne tun. Zumindest war das irgendwann mal aus Öffis Mund geflossen, laut meinen Ohren. Ja, und ansonsten würde mich natürlich interessieren, Dylan, gibt es eine Hausordnung? Was hast du dir gedacht, auf welcher Grundlage du Gäste aufnimmst? Ja, ich habe so irgendwie im Ohr, die ersten zwei könnten weiblich sein und in dich verliebt. Jetzt hoffe ich, dass das mit der Gela sehr schön war auf alle Fälle. Ja, aber ansonsten habe ich gar nicht so viel weiter zu sagen und gebe wieder weiter. Danke. Ja, danke schön. Ich mache jetzt gerade mal ein Bild wieder unserer Kommunenannonce erst noch. Genau, da ist unsere Kommunenannonce wieder. Na, was ist da los mit der Maus? Da gefällt mir aber nicht. So, jetzt ist es weg. Ich selber glaube ja erstens mal nicht so sehr an Demos und Camps. Ich glaube, also für mich ist das so, dass ich da zwar sehe, was man damit erreichen will, aber ich glaube wirklich nur, dass wirklich nur das Leben der Kommunen das sein kann, ja, und ja, wie gesagt, da das hier alles ganz auch, da ich hier ja geliehene, auch vom Weltrat geliehene, super teure Technik habe in der Wohnung und so weiter, ist natürlich so, dass ich in erster Linie erstmal an zwei weibliche Personen denke, wobei ich ja an Beispiel von Gela gesehen habe, wir sind also gar nicht richtig dazu gekommen, jetzt auch mal wirklich mit uns mit Massage anzunähern und so weiter. Aber ich habe auch gesehen, dass man auch wunderbar zusammenarbeiten und wirken kann, auch erst einmal auf der freien Argumentekulturebene. Und da haben wir daran halt sehr intensiv gearbeitet, an dem Plenumspunkt, wo irre ich mich, wo irrst du dich, mit dem Doppelvierer, die 2x4 Minuten. Wir haben zwar nicht mit der Uhr gearbeitet, aber im Prinzip ungefähr das Gleiche gemacht und haben da durchaus ganz interessant uns gegenseitig gesagt, wo wir meinen, dass wir uns irren würden, ne? Wo vorteilbringende Irrtümer oder Gehirnwäscheteile da und noch in uns wirken und so weiter. Und ja, mit zwei weiblichen kann es anfangen und dann könnte der nächste, aber bei uns auch hier, man kann hier in der Nähe dann Wohnungen anmieten und ich weiß ja auch, wie man die Wohnungen finanziert kriegt und alles sowas. Ich habe ja einen Teil von Sozialarbeit studiert und so weiter, ja. Also wie gesagt, ich glaube nur an Kommune und die Partei des Gemeinwohls und gestern hatten wir ja auch einen Parteitag am Freitagabend. Wir haben ja jetzt das neue Vorstandsmitglied, auch Gela dabei und das Protokoll der Sitzung vom Freitag
werde ich ja dann auch wieder an den Bundeswahlleiter schicken per Foto. Wieder. Das ist nämlich nur noch erforderlich in Fotoform. Ne? Dann ja, die Hausarztgesundheits Kommuni, ach so, und was ich noch glaube, ist, das Schlimme ist, ich glaube weniger an Demos und Camps. Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass der Friedrich Merz jetzt bei der Impfpflicht zurückrudert, weil den viele Politiker jetzt so ein bisschen zurückrudern, weil die durch die Drohungen etwas eingeschüchtert sind. Also mittlerweile glaube ich so, weil das sind ja jetzt sehr viele Drohungen erfolgt, weil die Leute ja quasi sagen, wenn jemand mit erhobener Nadel auf mich zugeht, dann schaltet das Notwehrrecht rein, dann ist der Spaß vorbei. Also ich habe ja sonst immer alles Aggressive, immer so, habe darüber nur gelächelt als völliger Quatsch. Aber in dem Sinne, wenn sobald jemand mit einer erhobenen Nadel auf mich zugeht, dann gilt für mich auch das Notwehr-Naturrecht, das Menschen-Naturrecht der Notwehr. Und ich glaube schon, dass die Politiker dass jeder Politiker jetzt nicht der Nächste sein möchte, der erschossen wird sozusagen, sondern sich überlegt, ob er wirklich so krass werden will, dass er sich positiv zu einem Impfzwang äußert. Und von daher, aber noch ein Satz wenigstens noch dazu, weil wir jetzt ja schon auch wieder das Ende suchen müssen, weil die werden uns schon der 10 Uhr nähern. Also die Hausarzt-Gesundheitskommunen zusammen singen, tanzen, musizieren, Gesundheitskurse, Ernährungskurse, das ist für mich auch sowas schon wie eine Kommune, ja, in der Gemeinwohlwirtschaft. Also, und wenn dann die ersten Leute zusammenziehen und so weiter, ist es ja dann auch wieder die volle Kommune unter der Supervision der Hausärzte. Also auch dort erwarte ich mir gemeinsames Singen, Tanzen, Musizieren, Sport machen, alles ein Paradies auf Erden in der Gemeinwohlwirtschaft. Und liebe Zuschauer, das ist ein Riesenunterschied zur Marktwirtschaft. Ja, die Marktwirtschaft bietet euch Besäufnisse, die Gemeinwohlwirtschaft und die Kommunen bieten euch lustvollstes Miteinander genießen und leben und so weiter. Ich gebe weiter und wir suchen natürlich ja jetzt langsam schon wieder das Ende, ne? Moment. Dankeschön, an die Vorredner. Ja, Ende suchen ist gut, genau. Wir sind ja schon wieder gegen 10. Ich sage noch mal kurz Richtung Luis. Nee, an zwei Stellen. Also im Forum hast du da geschrieben, es geht darum, warum jede Nacht frierend da in der Kälte liegen oder so. Darum ging es ja nie. Es ging ja darum, aus dem Sinn der Sache heraus in gewissem Ausmaße auch diese seltenen Praxis da aufrechtzuerhalten. Und es geht nicht darum, einfach nur, wann mache ich das jetzt, weil es mir den größten Spaß macht. Das wäre auch viel zu viel oberflächliche Konsumsuchthaltung. Sondern es geht darum, wie wenn man irgendeine Arbeit oder eine Aufgabe für sinnvoll hält, also die Gründe sieht, warum sie Sinn hat, dass man sich fragt, welches Ausmaß, also wie gesagt, im Sinne dieser Zaubertrickformel, gemessen am Sinn, was halte ich für einen zumutbaren Schritt dabei oder zumutbare Schritte oder konkret den nächsten zumutbaren Schritt, den ich als, nicht weil er das Spaßigste auf der Welt ist, was ich mache, sondern weil er dem Sinn angemessen entspricht. Nach meiner eigenen Einschätzung und meinem eigenen freien Willen. Also derjenige, der sich zum Sport trainiert, hat auch nicht gerade immer, wenn er loslaufen soll, den größten Spaß kriegt dabei. Aber er weiß, das macht Sinn und kann dann, wenn er zum Beispiel beim Marathon, wenn er kräftig ins Laufen gekommen ist, richtige Glückshormonflashes bekommen. Das heißt nicht, soll ich die Hölle jetzt machen, weil es am meisten Spaß macht? Da kommt natürlich nie was bei raus. Soll ich etwas, was wenn ich es genau betrachte, was auch sehr milde Formen haben kann, um des Sinns willen in irgendeinem Maße praktizieren? Das wäre also eine korrektere Fragestellung für das, worum es da geht. Und zum Glück in Kommune will ich noch sagen, also obwohl wir alle natürlich irgendwie bis in die Details so unsere Traum- und Wunschvorstellungen haben können, also denen jetzt, wie ist das mit den ersten beiden Frauen, die sich verlieben, so glaube ich doch, also bei denen noch ganz besonders, aber auch bei anderen, dass wenn wir da nüchtern drüber nachdenken, dass wir sehen, es gibt
Voraussetzungen, die sind ganz elementar, damit wir uns da erfüllt und glücklich fühlen können. Also ich habe ja mit Dylan schon darüber diskutiert, ob eine Frau, die nicht für freie Argumentekultur ist, trotzdem in Frage kommen kann oder ob es mit der dann zu schwierig ist. Ich habe gesagt, ja, wenn die sagt, sie ist zumindest nicht dagegen, das ist vielleicht sehr esoterisch oder sonst wie angehaucht, aber sie steht da bewundernd und bejahend vor, dass es in Richtung so einer freien Argumentekultur geht und der darauf gebauten Kommunekultur. Und dann ist sie hübsch und kann ein gutes Essen machen, was weiß ich, ne? Also dann würde man ja überlegen, ob das nicht doch geht. Also insofern habe ich ja schon dafür gesprochen, dass man da nicht zu streng ist, aber ich sage ganz klar, wenn es etwas ist, was freie Argumentekultur blockiert und verhindert oder beschädigt, dann ist es das nicht wert. So gut kann kein Sex sein. Oder auch als Kit fürs Zusammenkitten in einer Kommune kann nichts anderes dann das ausgleichen, dass es die freie Argumentekultur kaputt machen würde. Und genauso die Geschwisterlichkeit jetzt im Vergleich zum Sex. Also mit jemandem ins Bett gehen, wo man nicht darauf bauen kann, dass man, wenn man in Probleme kommt oder jetzt überhaupt menschliche Zuwendung braucht, dass man da als Mitmensch oder Bruder oder Schwester auch in den Arm genommen werden kann. Da wird niemand, der ein entsprechend ausgeprägtes Bewusstsein hat, sich besonders wohl mitfühlen oder das als besonders erfüllend ansehen. Das heißt, wir brauchen die Menschlichkeit untereinander. Wir brauchen dieses als Mitmenschen, als Brüder und Schwestern uns in die Arme nehmen können, als Boden, um dann auch feinere und höhere Formen von Sinnlichkeit miteinander erleben zu können. Aber ohne das hat das nicht den Boden, auf dem echtes Glück stehen kann, echte Erfüllung im Zwischenmenschlichen. Ja, alles Themen, über die wir sicherlich spannend weitermachen können. Also mit Louis ja auch da im Forum und dann hier bei den Talks. Also für mich ist das dann jetzt sozusagen mein letzter inhaltlicher Beitrag und ich sage schon mal tschüss, seid umarmt, haltet die Ohren steif, lasst uns alle immer radikaler und revolutionärer werden und bis zum nächsten Mal. Ja, Louis, deine noch unbedingt heute zu sagenden Punkte vor der Vertagung auf nächste Woche. Dankeschön und alles Gute. Und ja, immer vielleicht alles schön in Frage stellen. Was? Immer alles schön in Frage stellen. Genau, immer auf Irrtümer. Ja, und übrigens von Hausordnung, ich habe natürlich schon klare Vorstellungen, aber das betrifft eben nur jetzt diesen Teil dieser urmatriarchalen, pazifistischen, Bonobo-Schenker, kommunistischen Gruppenehe-Geschichten. So, da ist es eben so, dass ich so sehe, wie ich es auch für mich selbst sehen würde. Wenn ich in so eine Kommune reinkäme, dann würde ich gucken, wo man mir einen Platz anbietet. Und dann würde ich mich mit allem, was ich mache, erstmal auf diesen Platz beschränken. Wenn ich dann in der Küche oder im Bad was benutzen würde, würde ich mir zeigen lassen, wo ich da mein Eckchen vielleicht einrichten könnte und was ich nutzen könnte. Und so würde ich da ganz behutsam, zurückhaltend reingehen. Und das erwarte ich natürlich auch von den Personen und so weiter. Und das ergibt sich dann. Aber außerdem kann man das im Plenum ja auch immer wieder besprechen, was diese Hausordnung betrifft. Und das hat mit Gela dann auch irgendwie ganz gut geklappt. Und dann wurden da auch so einige Grundhaltungsprobleme ausgeräumt. Und dann hat das alles eigentlich sehr gut geklappt im Wesentlichen. Ne? Ja, aber gut, dann von mir aus gebe ich wieder, ich versuche jetzt mal, das Mikro vom Öffi zu öffnen, öffnen nochmal. Augenblick, ob das irgendwie geht, ohne großes Pfeifen. Öffi, können wir alle Tschüss sagen oder haben wir noch was Wichtiges? Nee, Tschüss, seid im Arm. Luis, ja, alles Tschüss, ja? Alles Tschüss. Ja, bis nächste Woche. Tschüssi. Oh, danke.